Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute haben wir ein tolles Stück Fleisch dabei, ein Gerädler, 800 Gramm, ja, 750 hat es, ein Roastbeef US. Da machen wir heute, das werden wir in der Mitte bis zum Fett runterschneiden, klappen es auf, füllen es mit Wild Herbs, wenig Salz, dann den Aged Pepper, dann schnüren wir es zusammen und außenrum tun wir ein bisschen von dem Rosmarin, nachdem wir es angegrillt haben. Okay, dann würden wir loslegen. Scharfes Messerle ist wichtig. Ein paar Schnürlich habe ich. Metzgerschnur, ganz wichtig. Aufpassen, dass er aus Hanf ist. Okay, schaut euch mal das Teil an. Schön marmoriert. Ha. Also, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht durchschneiden. Ich mag es noch ein wenig vorsichtig. Schön mittig. Der Riesenvorteil ist, weil diese Wild Herbs, die können richtig schön einziehen. Ohne dass er das Fleisch. Schau mal her. Achtung, echt aufpassen, dass wir nicht durchschneiden. Zeig doch mal, wie viel haben wir da noch? Ein bisschen noch. Da noch ein wenig. Vorsichtig arbeiten. Schau her, das ist jetzt. Oh, da hinten geht noch ein Stück. Aber nicht viel. Da ist jetzt, bin ich auf dem Knorpel. Schau her, das ist ganz gut. Das lassen wir so, wie es ist. Jetzt tun wir gleich die Wild Herbs drauf. Kann ruhig ein wenig sein, ist schon gut. Und jetzt nehmen wir noch ein wenig von dem Aged Pepper. Den hacken wir ein bisschen. Tun ein wenig. Seht ihr das ein wenig? Ja, so. Ein bisschen hacken, weil sonst ist es ein wenig zu viel. Der Hintergrund ist einfach, schon Gewürz ins Rindfleisch zu bringen, ohne dass wir mit dem Salz das schon rausziehen, die Feuchtigkeit. Ja. Jetzt können wir so ein wenig, schau her, diese Aged Pepper ein wenig eindrücken gleich. Das tun wir da aufstellen, hält's, ja. Siehst du es noch, Kameraman? So, ein wenig gleichmäßig verteilen, da ist noch eins. Hammermäßig dieser Aged Pepper. Ja, da können wir auch vielleicht da hinten zwei, drei drauf tun. Und die drücken wir jetzt einfach rein. So, jetzt haben wir ein schönes Stückchen Fleisch. Das binden wir, wie gesagt, mit der Metzgerschnur. Obacht, nicht so fest, dass es auf keinen Fall das Fleisch zu stark zusammendrückt. Das soll es nur halten. Dreimal müsste reichen. Könnt ihr natürlich auch mit dem Flank machen oder sowas, aber ich wollte es jetzt mal mit so einem schönen Roastbeef probieren, weil es wirklich wunderbar marmoriert ist. Habe es gestern schon probiert, hammermäßiger Geschmack. Wahnsinn, wie dieses Gewürz, wenn man es hochzieht, dann einziehen kann in das Fleisch. Und zum Schluss kommt nur noch ein wenig Fleur de Sel drauf. Das war's, ein Träumle. War's, als wie gestern, ne? Tun wir das abschneiden, unsere Schnur. Schau her. Schön schaut's aus. Tun's ein wenig glatt drücken. Herrlich. Ja? Schau her. Jetzt gehen wir als erstes mit unserem Grillzengle mit der Fettseite über den Grill. Es liegen 250 Grad an. Machen wir unser altgewohntes Branding rein. Wir nehmen das Fleisch hochkant. Ja. Und können mit dem Fett unseren Gussrost fetten. Jetzt tue ich immer ein bisschen höher gehen noch in der Temperatur. Wir machen unser Fett, das tun wir schön anknuspern, weil es US-Fett hammermäßig schmeckt. Es geht natürlich auch mit deutschen Rostbeef oder Ribeye. Ich habe in dem Fall was übrig, weil ein Kunde das gewünscht hat. Also ich habe es nicht extra rüberfliegen lassen wegen dem Video. Okay? Sehr schön. Das tun wir immer ein wenig umsetzen, dass es klar, das Fett schmilzt. Ein bisschen wird das hochbrennen, aber bei dem, schaut her, die Schnüre halten, weil sie aus Hanf sind. Ihr müsst unbedingt, wenn ihr kauft, zur Metzgerschnur mal ein Feuerzeug hinhalten, weil wenn es schmilzt, dann war es kein Hanf, dann geht es kaputt. Und
Ja, das ist meistens Plastik, die wenigsten sind noch aus Hanf. Einfach immer mal umsetzen, dass wir auf jeden Fall da schon ein bisschen eine Kruste haben. Schauen wir uns mal an. Schaut jetzt schlecht aus, ne? Und dann haben wir natürlich auch hier genügend Fett. Und jetzt legen wir es auf. 1,5 Minuten. 1,5 Minuten, wir schließen den Deckel, dass es schon ein bisschen Temperatur kriegt. Und sehen uns gleich beim ersten Drehen. So, 2 Minuten sind um. Drehen wir mal. Ich habe natürlich nicht die volle Temperatur. Das Branding reicht völlig aus für mich. Es gibt natürlich andere, die sagen, das muss noch viel weiter. Nein, das ist schon Grillgeschmack und mehr braucht man einfach nicht. Ja? Wieder Deckel zu. Bis gleich. So, jetzt drehen wir wieder. Also, wir haben heute bei 14 Uhr angefangen. Jetzt gehen wir auf 10 Uhr. Schau her, herrlich schaut's aus. Die Schnur hat das Branding ausgehalten, also Hanf. Okay, bis gleich. So, jetzt drehen wir nochmal. Wupp, wupp. Oh, ein Träumle. Ein Träumle, sag ich nur. Da ist ein wenig Pfeffer raus. Den hole ich mir und esse. Mmh. Das ist ein Wahnsinn, dieser Pfeffer. Schaut mal hin, wenn man da hindrückt, seht ihr das? Oh, jetzt will ich ein Traum, das Fleisch. So, machen wir unseren Grill aus. Gehen ein bisschen vor, seht ihr das? Wir gehen ein bisschen vor, weil es raucht und brennt. Also gehen wir ein Stück vor, einfach auf dem Branding vorziehen. Geht einwandfrei. Jetzt können wir da schon versuchen, einen Zweig drunter zu legen und ein bisschen aufzufächern. Perfekt. Und da drunter noch. Gut. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Obwohl, wir können das auf einer Seite reicht. Ne? Ja, eine Seite reicht. Jetzt gehen wir hoch. Schau her. Legen wir es schön hoch. Stecken unseren Thermometer. Mit Stecken hat es jetzt wenig zu tun, weil es ja geschnitten ist. Wir schauen nochmal die Temperatur. Jetzt warten wir, bis unser Grill ungefähr 100 Grad hat, 120 Grad. Dann schließen wir den Deckel und versuchen mit einer Flamme die Temperatur nicht höher werden zu lassen als 150 Grad. Ja? Er hat ja jetzt noch richtig Wumms, 250, darum lassen wir noch ein bisschen auf. Ich schließe dann und wir sehen uns dann, wenn wir, sag ich mal, 56 Grad erreicht haben. Bis gleich. 54 Grad haben wir. Ich denke, wir tun es mal raus. Schaut euch mal das an, herrlich. Träumle, ja. Was machen wir da jetzt? Das ziehen wir raus, ne? Oder schneiden wir die Schnur? Wenn wir es rausziehen, verlieren wir alle. Ja? Verlieren wir alle. Ah, aber das kann man ein bisschen mitessen. Soll das noch ein wenig nachruhen, sage ich immer. Ne? Auf jeden Fall tun wir noch ein wenig Fleur de Sel drauf. Ja? Es muss drauf, ein bisschen Salz und einen Hauch. Schön gleichmäßig verteilen. Boah, der Rosmarin kommt natürlich geil, ne? So, wieder händlich ein wenig. Ja. Anschneiden. Ja. Kollegen, wir gehen das wegen näher mal, lassen wir es mal sehen. Ist es noch scharf? Ja, so. Ja, schaut her. Weil wir haben kein Zoom, wir haben so eine Kamera, wo man einen Film wechseln muss. Ja? Können wir nicht so herzoomen. Schaut gut aus? Ja. Schneiden wir uns mal eine Tranche runter, hätte ich gesagt. Schaut her, und da drinnen ist das natürlich schön, das Gewürz. Schaut her. Oh, da tue ich aber trotzdem noch ein wenig Fleur drauf. Nur ein Hauch, nur ein wenig Bröckerlei, jawohl. Das reicht schon. Mal ganz vorne mit der Gabel halt, ne? Nämlich alle beide Seiten.
Ues Fleisch. Unvorstellbar zart. Unvorstellbar. Wahnsinn. Der Wild Herbs kommt geil in der Mitte. Das hat schön reingezogen. Und jetzt nehme ich doch einmal, weil da war gerade nichts dabei, glaube ich. Nehmen wir zwei so Kernlich dazu. Das müsst ihr unbedingt probieren. Diesen 3-Edge-Pfeffer. Der ist hammermäßig. Das noch. Kommt richtig geil. Geile Farbe. Super lecker. Müsst euch unbedingt besorgen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Erträumle was, euer Peter Zeidler. Und nochmal ein Video teilen wäre wichtig. Wäre auch mal wichtig. Danke, bis dann, ciao.